Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Itemvorstellung von Endio 1.12 und zwar geht es heute um den Inhibitor Obelisk. Gecraftet wird er folgendermaßen: Wir brauchen einen Ender Crystal, zweimal Energetic Alloy, zwei Solarium Ingots, einmal Soul Machine Chases und ein Infinity B-Metal Gear. Das wird mit einem Grains of Infinity gecraftet. Da könnt ihr auf jeden Fall mal in die Beschreibung gucken, wie ihr Grains of Infinity bekommt. Da ist auch schon ein Video von mir erstellt worden. Dann haben wir natürlich noch den Ender Crystal, das heißt, da brauchen wir ein Soul Vial mit Enderman und einen Vibrant Crystal im Soul Binder und damit erhalten wir unser Item. So, dann haben wir unseren Inhibitor Obelisken und der muss, benötigt auf jeden Fall Energie. Und der benötigt auch einen Basic Capacitor, das ist nämlich ganz normal in Endio 1.12 und damit hat er nämlich jetzt hier schon mal Strom. Und wir können uns jetzt, ja, die Maschine kann nicht so super viel, muss man sagen. Ich weiß auch gar nicht, wofür jetzt das genau halt irgendwie gebraucht werden kann. Vielleicht könnt ihr das auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Ich kann nur die Funktion erklären, aber so einen richtigen Nutzen, so ein richtiger Nutzen fällt mir tatsächlich nicht so richtig ein. Also wir haben jetzt hier so eine Range, ganz einfach. So. Und dieses Item unterbindet meine Reisen mit dem Stuff of Traveling. Also sprich halt, wenn ich jetzt hier rechts klicke, es passiert nichts. Ja, wenn ich jetzt allerdings hier aus dem Bereich rausgehe, kann ich wieder teleportieren. Also sprich halt ganz einfach, die Teleportationen werden unterbunden und da stellt sich natürlich für mich die Frage, wozu? Also was hat das jetzt für einen praktischen Nutzen? Also wo hat das einen praktischen Nutzen? Also vielleicht halt natürlich im Multiplayer-Server mit anderen, mit Kollegen, Freunden, whatever, vielleicht da, ja. Aber ansonsten weiß ich jetzt nicht den Nutzen von diesem Item. Könnt ihr mir auf jeden Fall ganz gerne mal in die Kommentare schreiben, wo ihr irgendwie ein Nutzungsfeld dafür seht. Und ansonsten war es das auch schon von dem Inhibitor Obelisk. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Tutorial. Ciao.